Hallo ihr Lieben, heute ist Sonntag, wie immer Sonntag und Mittwoch ist Gedichtezeit, aber heute habe ich kein richtiges Gedicht für euch, sondern so eine Art Gedankengang oder Überlegung. Entscheidet selbst für euch, was das für euch ist. Dieser Gedankengang ist für mich eine Herzensangelegenheit. Das heißt Traurigkeit und Freude. Abschied nehmen von einem Menschen, den man über alles liebt, weckt in mir immer ein eigenartiges Gefühl von kalt bis warm. Ich weiß zwar, dass ich ihn wiedersehe, aber trotzdem sind die Tage, die wir getrennt sind, für mich sehr schwer. Die letzten Berührungen beim Abschied, sei es ein Kuss oder eine Umarmung, die lösen in mir Traurigkeit, aber auch Freude aus. Traurigkeit, diesen Menschen eine Weile nicht zu sehen oder zu spüren. Freude an die Gedanken, dass ich ihn wieder sehen werde und an die Zeit, die wir schon miteinander verbracht haben. Tränen sind auch immer im Spiel, weil ich im Inneren ein total sensibler Mensch bin und ich schäme mich meiner Gefühle und Tränen nicht. Beim Nachsehen, wenn dieser Mensch den Weg nun antritt, wenn er in Richtung Einsamkeit geht, warte ich immer noch auf ein Lächeln. Wenn er sich ein letztes Mal umdreht, um nachzusehen, ob ich noch dastehe und auf dieses Lächeln warte. Dieses Lächeln gibt mir so viel, dass ich die Zeit des Alleinseins leichter ertrage. Ich danke diesen Menschen, dass all dies passiert, die Traurigkeit und die Freude, die man in einer Beziehung spürt und erlebt. Denn für mich bedeutet das, dass ich diesen Menschen wirklich liebe. Danke an diesen Menschen.